Ich möchte Sie begrüßen zu einer Zuschauerfrage, die ich beantworten möchte. Oliver Stäuble hat mir vor 2, 3 Tagen Folgendes gefragt. Gold hat ca. 79 Elektronen pro Atom, Ferrum, also Eisen, hat 26 Elektronen pro Atom, beides sind Metalle. Was für eine Kraft wäre nötig, um die Elektronen neu anzuordnen, beziehungsweise warum ist Gold noch nicht aus anderen Metallen herstellbar? Das Gleiche könnte man sich bei fossilen Brennstoffen, Kohle, fragen. Kohle müsste doch prinzipiell auch physikalisch herstellbar sein. Eine interessante Frage. Der Wunsch, Gold herzustellen, hat ja auch im Mittelalter die Alchemisten umgetrieben. Versucht aus Schwefel oder aus anderen Elementen Gold herzustellen, hat nicht funktioniert. Ich will da ein paar Dinge dazu sagen. Zum einen haben Sie jetzt von Metallen gesprochen. Beides sind Metalle, das ist richtig, Eisen und Gold, auch Silber, Aluminium und so weiter. Mal kurz schauen, was eigentlich Metalle ausmacht. Und dann möchte ich darauf eingehen, warum überhaupt eben neue Elemente nicht einfach so herstellbar sind, was das Problem dabei ist. Also wenn Sie Metalle haben, bedeutet das, dass das Material, das ist ein Festkörper dann, dass das Material leitfähig ist, dass also Elektronen frei beweglich sind und deshalb die elektrische Leitfähigkeit gut ist. Das hat zu tun mit dem Periodensystem. Wenn man Elemente hat, die eine gewisse Anzahl von Elektronen in der Valenzschale hat und die zusammenbringt, dann formen sie normalerweise nicht einfach Moleküle, sondern dann metallische Festkörper, wo die, ich mache eine Zeichnung dazu, wo dann die Atomrümpfe zum Beispiel so angeordnet sind. Und ein Teil der Elektronen, vielleicht nur eines pro Atom, frei beweglich ist. Die meisten Elektronen sind noch bei ihren Atomrümpfen, aber ein paar wenige, oft nur eines, ist frei beweglich oder mit wenig Aufwand frei beweglich zu machen. Und dann kann also eine Spannung, die man da anlegt, zum Stromfluss führen, elektrische Leitfähigkeit. Es führt auch dazu, dass das Metall undurchsichtig ist. Es führt auch dazu, dass das Metall so einen leichten Glanz hat, meistens reflektiert das Licht, hat auch zu tun mit diesen Elektronen. Es führt auch dazu, dass das Metall eine thermische Leitfähigkeit hat. Also wenn Sie hier heizen, wird es auch hier langsam warm, weil die Elektronen diese thermische Bewegung dann weitervermitteln, sodass das auch die Atomrümpfe dann anfangen zu schwingen, was ja die Wärme dann bedeutet. Ja, hat auch zu tun mit der Verformbarkeit von Metallen. Das heißt, die elektronischen Eigenschaften, die Elektronenumgebung der Atome sorgt dafür, dass wir ein Metall haben. So ist ja auch generell die Materie vor allem durch die Elektronen bestimmt. Also welche Struktur Materie hat, welcher Aggregatzustand da herrscht, flüssig, gasförmig oder fest, welche chemischen Verbindungen möglich sind, das ist alles von den Elektronen abhängig. Also wenn ich so ein einzelnes Atom anschaue, das ja einen Atomkern hat und die Elektronen drumherum, mal ganz einfach gezeichnet, so mit dem Bohrschen-Modell, dann bestimmen die Elektronen fast alles, was von diesem Material überhaupt makroskopisch sich äußert. Mit einer Ausnahme, und das betrifft die Masse. Der Atomkern enthält fast die gesamte Masse des Atoms. Und deshalb ist die Masse also die Eigenschaft oder eine der Eigenschaften, welche dann nicht von den Elektronen direkt abhängig ist. Jetzt der Kern, der Atomkern, das wissen Sie wahrscheinlich, besteht ja aus Protonen und Neutronen. Die Protonen, die sorgen für die positive Ladung des Kerns und wir brauchen gleich viele Elektronen, damit das Atom nachher neutral ist. Irgendwie sowas, 5 Elektronen und 5 Protonen. Und wir brauchen dabei aber auch die Neutronen im Kern drin, damit die Protonen, die sich ja an sich sehr stark abstoßen, trotzdem beisammen bleiben. Dass die Neutronen etwa gleich viel wie es Protonen hat, die sorgen so wie eine Art Leim dafür, dass der Kern beisammen bleibt. Jetzt, wenn Sie neue Elemente erzeugen wollen, zum Beispiel indem Sie Eisen aufeinander zueinander bringen, dann müssen Sie die zwei, ich will da eine Zeichnung machen vielleicht,
wir es, haben vielleicht schon mal den gleichen Kern da mit 5 Elektronen und 5 Protonen und 5 Neutronen. Da müssen Sie dafür sorgen, dass die zwei Atome irgendwie verschmelzen, zu einem neuen Atom werden, wo dann sowohl die Protonenzahl als auch die Neutronenzahl sich dann entsprechend auf 10 ergänzen würde, in diesem Beispiel. Also 10 Elektronen, 10 Protonen und 10 Neutronen. Dann habe ich ein neues Element. Und so könnte man sich vorstellen, könnte man auch Gold bauen, indem man zweimal ein Element nimmt, das halb so viele Neutronen und Protonen und Elektronen hat, wie das Gold, und dann das zusammenbringt. Jetzt geht das aber leider nicht so gut. Also wir haben zunächst mal die beiden Elektronenhüllen, die sich hier an sich abstoßen. Elektronen sind negativ, die sind zwar hier von diesem positiven Kern, dann, die kompensieren dann die Gesamtladung, aber wenn Sie die Elektronenhüllen zueinander bringen wollen, dann entsteht hier eine starke Abstoßung. Die sorgt ja auch dafür, dass zum Beispiel, was wollen wir sagen, Wasser praktisch inkompressibel ist. Wenn Sie Wasser haben, das heißt Wassermolekülen besteht, dann können Sie irgendwann mal das Wasser nicht mehr weiter zusammenpressen, weil die Elektronenhüllen der Wassermoleküle sich dann abstoßen. Das ist mal das eine. Aber noch fast extremer ist das Problem, dass wir auch die Atomkerne dann zusammen verschmelzen müssen. Und damit die Atomkerne zusammenkommen, müssen wir die eben auf eine Distanz bringen, die etwa dem Atomkerndurchmesser entspricht. Und das sind ungefähr 10 auf minus 15 Meter, etwa ein Femtometer. Und bei diesen kleinen Abständen wird die Abstoßungskraft der beiden Atomkerne enorm groß. Wenn solche Atomkerne auf diesem Abstand kommen, mit der Coulomb-Kraft ausrechnen, die stoßen sich wahnsinnig stark ab. Erst wenn man es schafft, sie wirklich so nahe zueinander bringen, dass dann die Kernkräfte, die mit den Neutronen zu tun haben, wieder wirksam werden. Die sind aber ganz kurzreichweitig, die wirken praktisch nur auf Kontakt. Dann könnte man sich vorstellen, dass man dann ein neues Atom baut, also einen neuen Atomkern baut, und danach werden sich auch die Elektronen sich sofort arrangieren. Also Elektronen sind nicht das Problem. Das Problem ist der Atomkern. Man müsste also mit hoher Energie die zwei Atomkerne irgendwie aufeinander schießen, gerade mit der richtigen Energie, dass sie dann beieinander bleiben und nicht zum Beispiel zerplatzen, was auch denkbar wäre. Und solche Vorgänge nennt man Kernfusion, also die Kernverschmelzung. Das gelingt experimentell teilweise. Das wurde auch schon von Rutherford entdeckt, als er Alpha-Teilchen, das sind Heliumkerne, mit Stickstoff zusammengefügt, in einer Kammer hatte, und die schnellen Alpha-Teilchen haben auch beim Stickstoff einen Sauerstoff gemacht, das er nachher nachweisen konnte. In alle Fälle wurde da seine Kernverschmelzung bereits nachgewiesen. Also lange bevor es zur Kernspaltung kam, die eigentlich theoretisch etwas einfacher ist. Aber eben aus zwei halb so großen Elementen wie Gold dann ein Goldatom zu machen, das braucht enorm viel Aufwand. Man kann aber sehen, dass wenn das gelingt, dass dann Energie oft frei wird. Und zwar grundsätzlich kann man sagen, unterhalb von Eisen, also wenn Eisen als Element genommen wird, unterhalb von Eisen, wenn Sie dann Kerne zusammenbringen können, dann wird Energie gewonnen. Und deshalb wäre zum Beispiel Wasserstoff, wenn das ein Wasserstoffkern wäre und das ein Wasserstoffkern wäre, wenn man die zusammenbringt, dann hätte man einen neuen Kern, welcher dann sich bildet unter einer großen Energieabgabe. Jetzt bei der Kernfusion, die man heute auch energietechnisch immer wieder erforscht, ist es ja so, dass man da Wasserstoffkerne aufeinander bringt, wobei es nicht Wasserstoff selbst, sondern es wird Deuterium genommen, das schwere Wasser, also ein Proton und ein Neutron hier vorliegt, und da ebenfalls, oder auch Tritium mit zwei Neutronen. Wenn man die aufeinander schießt, dann wird nach der Verschmelzung zu einem neuen Element, nämlich dem Helium, wird nachher Energie frei, und die kann man dann nutzen, um den Ablauf am Laufen zu halten. Gut, also so viel mal einfach, was mir dazu einfällt, zu Ihrer Frage. Und die Kernverschmelzung ist für kleine Elemente energetisch exotherm, also es bringt Energie, aber sie ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Man muss die Kerne zueinander bringen, vor allem die Elektronen sind dann nicht das Problem, das wird sich dann vielleicht auch zu einem Metall danach formieren. Es sind die Atomkerne, die nicht zueinander wollen, weil die so große Abstoßungskräfte haben bei diesen Abständen.
Gut, so viel vielleicht in der Kürze zu diesen Fragen. Ich glaube, es hat sich gelohnt, da ein paar Worte dazu zu verlieren. Bis zum nächsten Mal.